Hallo meine Lieben, willkommen zurück zur Let's Play Broken World. Das letzte Mal waren wir hier stehen geblieben, als unsere Leute sich vereinigt haben. Okay, das ist doof. Als unsere Helden, unsere vier Helden zusammengefunden haben. Ninten, Gabumon, Agumon und Satoshi. Und ich würde sagen, kann man nicht irgendwelche Fähigkeiten lernen? Ich glaube nicht. Okay, wenn wir mal... Ich glaube, was ist doch hier... Achso, nee, ja, okay, das muss ich so hier machen. Na, jetzt langsam was. Ich will eigentlich, na gut, guck mal halt so. Okay, jetzt können wir noch nicht lernen. Gabumon kann auch noch nicht lernen, neu. Und Ninten kann, glaube ich, auch noch nichts neu lernen, genau. Ist erst dazu gekommen. Gucken, ob es hier irgendwelche neuen Gegner gibt. Auf jeden Fall schon mal, ja, neue Gegner. Ui. Und ziemlich schnelle Gegner scheint mir. Nun gut, wir greifen einfach mal an, nämlich die Gumbas. Die sind ziemlich nervig. Okay, das dürfte aber nicht jetzt allzu schwer werden, weil wir zu fett sind. Von daher, gut, Ash wird mächtig einen auf die Fresse kriegen, genauso wie Gabumon. Von daher wird das nicht so sehr leicht. Gut, die Gumbas ziehen ja wenig ab, von daher greifen wir einfach mal an und irgendwie verfehlt Ash mit dem Bogen. Naja, was soll's. Och, Ninten, wieso verfehlst du denn? Na toll, jetzt halt hin alle oder was? Außer Gabumon. Agumon, nicht Gabumon. Ja. Gut. Och Mann! Wieso trifft er denn nicht? Mann. Wieso ziehen die Goblins eigentlich so viel ab? Das ist nicht schön. Leute! Wieso trifft ihr denn nicht? Alle zu blöd zum Treffen oder was? Jetzt aber, geht doch. Mann. Die nerven. Diese Goblins, ganz ehrlich. Gut, dauert sowieso nicht mehr lange, diesen Tod. Der ist schon mal weg. Es kommt nur noch der hier dran. Stirb. Du sollst sterben. Und nicht Satoshi umbringen. Geht doch. Und wir haben 22 EP erhalten. Gut, und einen kleinen Pilz. Da ist mal heilen, würde ich sagen. Und ich werde erstmal bis Level 5 ein bisschen aufleveln. Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich Level 5 bin. Oder besser gesagt Level 4 mit einem Charakter. Bis gleich. Okay, wir haben einen neuen Gegner schon gleich bekommen. Eine Stechfliege. Ich glaube, die konnte einen vergiften oder so. Ich weiß es gerade nicht. Aber ich sollte sie vielleicht erst ausschalten. Widerstand, na toll. Das ist ja wirklich toll. Na gut, der macht normalen Schaden. Ausgewichen. Den Gumba kann ich vernachlässigen, der ist ja bloß nur schwach. Von daher und tot. Und du bist auch gleich tot. Wie geht doch. Gut. Also wie gesagt, bis das Gabumon und Agumon dürften das nächste Mal das nächste Level erreichen. Ja, wenn ich mal durchschalten könnte, das wäre toll. Geht aber irgendwie nicht. Na, wieso geht das nicht? Na gut, muss ich halt so gucken. Na gut, wir sind uns auf Level 11. Und Agumon und Gabumon haben ein Level abbekommen. Agumon hat irgendwie keine HP das bekommen. Aber dafür Gabumon und keinen Pilz erhalten. Okay, wieder bis Level 5 auf Leveln, das wird es wieder ewig dauern. Naja, wir sehen uns dann gleich wieder. Wenn ich Level 5 bin mit meinen Charakteren. Okay, Satoshi ist in Level 4, Ninten ist in Level 4. Okay, jetzt habe ich einen älteren Spielstand gelernt, deswegen sind wir jetzt Level 4. Blacka. Ja. Ich mache das auf jeden Fall so jetzt. Ich drücke F9. Hab dann hier Battle und kann unbesiegbar 1 auswählen. Wo ist es denn? Also Bowserkampf 1. Ich werde vorher mal absprechen, gucken, wie viel EP der gibt. Da werde ich dann nämlich overlevelt wahrscheinlich. Ich guck einfach mal und kann nämlich in deinem besiegen, indem ich
Na. Geh runter. Es der G und Shift gedrückt halte, da stirbt er sofort. Und 887 EP, das ist doch schön. Reicht Level 6, Level 6, Level 6, Level 6. So, da erspare ich mir wenigstens das blöde Aufleveln jetzt hier. Von daher ist das doch gut. Und ich schiebe jetzt sowieso nicht mehr. Ich wollte das nur ein bisschen ersparen hier, das EW irgendwie aufgelevelt. So, das ist die Pilzwelt, ist momentan noch nicht sehr ausgebaut. Bisher haben wir nur diesen einen Ort hier noch nicht mal ganz fertig. Es kommen noch ein paar Orte dazu. Ich werde das Spiel natürlich weitermachen. Und irgendwie kommen gerade Gegner. Na gut, bis gleich. Okay, weiter geht's. Ich würde sagen, ich speichere erstmal kurz ab und gehen wir in diesen Wald hier. Click Clockwood aus Banjo-Kazooie. Der Wald hier hat eine Verbindung zu einer Klippe, von der man das Meer sehen kann. Oh, gut zu wissen, aber die Klippe ist noch nicht fertig. Da haben wir, glaube ich, auch neue Gegner drin. Ich guck mal. Und zwar, genau, Trends kommen hier vor als neue Gegner an. Das sind irgendwie aus anderen Welten. Von daher, Pokémon Rush. Ich erkläre mal die Fähigkeiten, die einzelnen Charaktere haben. Pokémon Rush von Satoshi. 200 MP, das war auch bei denen in dem Gebiet. Das hat Effekt von mehreren verschiedenen Pokémon-Fähigkeiten. Ich weiß gar nicht, welche, und ist sehr, sehr stark. Verbraucht halt eine Menge hat MP. Genau wie Feuer Otem ist halt Feuer Elementar und verbraucht auch viel MP und sehr stark. Einfrieren ebenso, und Nintendo kann singen. Ich probiere es mal aus. Das ist kein besonders momentan guter Angriff, das ist nun für einen ganz bestimmten Gegner. Gut, wer Mafia 1 gespielt hat, der weiß auch für welchen. Ich probiere es einfach mal aus. Stinkt und schadet einem bestimmten Gegner besonders. Immun. Die meisten normalen Gegner des Bosses sind natürlich jetzt immun dagegen. Das ist nur ein optionaler Gegner, der dagegen empfindlich ist. Von daher bringt das nicht allzu viel. Daher sollte man das unterlassen, wenn möglich. Und eigentlich könnte ich, glaube ich, mir ein paar schon wieder nächsten Fähigkeiten geben, weil ich habe Bowser. Uch, schlägt ein Gegner und schockt ihn, hat irgendwie jetzt nicht so sehr geklappt. Naja, auch wieder gut. Wir greifen auch konstant an und die Trends sind weg. Die geben auch eine 7 EP irgendwie, naja. Das dauert erstmal eine ganze Zeit, bis wir Level abhaben. Ich guck mal, ob ich neue Fähigkeiten lernen kann. Kann ich sogar. Und zwar Donnerschlag und Agilität. Oh Gott, ich habe viel zu viele, AP, ganz ehrlich. Aber gut, die verbrauchen wir sowieso alle wieder, indem wir hier PP-Boost. Was könnte er denn gebrauchen? Stärke. Und Item-Boost ist nur, dass wir mehr mit Items heilen können. Was nehme ich denn noch? Ich werde einfach mal als Eis lernen, es geht. Soweit wie es geht. Habe ich jetzt so einen overpowerten Ash, aber na gut. Und daher, das ist sowieso nur hier, dass ich das Spiel mal zeigen kann und so. Muss ich auch nicht unbedingt, wenn ihr das Spiel ja selber mal spielen wollt, nicht das einfach mit mir sagen, dann kann ich das ja verschicken. Wenn ihr das spielen wollt, habe ich jetzt eigentlich allen was beigebracht. Ja, ist alles schon so gestiegen, das geht nicht mehr. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, wir haben jetzt ganz schön viele MP mit Ash, und er dürfte es eigentlich Pokémon Rush da mal machen können. Das zeige ich da mal. Obwohl momentan natürlich noch nicht, weil ich das noch zwei Blumen auf ihn anwenden muss. So. Gut. Ich probiere mal das als aus Pokémon Rush, damit ich das mal zeigen kann, wie es ausschaut. Und dafür werde ich erst einmal gegen Wald drüber und Obusser Trend kämpfen. Unser Pokémon Rush auf alle Gegner. Und die anderen verteidigen sich einfach mal. So. Pokémon Rush. Bams! Absorbiert. Okay. Das war jetzt irgendwie sinnlos, was ich jetzt gemacht habe. Naja. Naja. Habe ich halt jetzt umsonst MP ausgegeben. Dafür habe ich ja einen Äther.
dass ich den jetzt einsetzen kann. Wir greifen einfach mal an. Zielkraft hat er es übrigens auch. HP heilen. Na, die, wie ihr es kennt. Defense ab. Könnten wir nicht mal so Dodge damit ausstatten. PP muss ich noch umändern, am besten mal. Irgendwann mal. Weil PP war eigentlich für Dings gedacht, für ein Dings. Für, na, ihr wisst schon. Und ich könnte eigentlich noch einen Äther einsetzen. Nein, Angriff. So. Oh, die Transzern waren anscheinend gegen die, gegen Keulen, gegen Baseballschläger empfindlich. Gut zu wissen. Gut, ich weiß es gar nicht, wohin es hier weiter ging. Ich glaube nach rechts, oder? Ja. Wie geht's weiter? Die anderen Wege sind noch nicht fertig. Gut, wir haben auch schon den Boss und der ist irgendwie noch nicht fertig. Den werde ich jetzt nur mal zeigen. Und dann geht das Spiel dann natürlich nicht weiter. Der Trend hier scheint jetzt stärker zu sein als andere vorher. Kämpfen. Das ist optional, ist das Gebiet hier. Okay, was war denn das jetzt? Ich habe den jetzt einfach besiegt ohne, naja, Erzsamen. Damit haben wir... Na gut, ich muss den Kampf mal kurz hier machen. Bis gleich. Okay, es hat doch jetzt noch geklappt. Und kennt ihr die Musik irgendwo her? Genau, es ist aus Mafia 2. Challenge of the... wie heißt das Lied? Challenge of the Guardian heißt das Lied. Die Boss-Theme aus dem Spiel. Und ich glaube, ich muss erst einmal Agilität anwenden und Baby Burner auf zwei verschiedene Gegner. Und mit dir mache ich am besten mal Hornstrike auf den Trend und du Agility Down auf den da. So. Das sind die nämlich schneller und können schneller handeln, was ziemlich gut ist. Und du, mein Lieber, wirst verlangsamt. Was sehr, sehr gut ist. Bam und bam. Tot. Haben wir schon mal einer von den Gegnern tot? Ich weiß gar nicht, was der Trend hier drauf hat. Aber er ist ziemlich stark, so wie ich das sehe. Von daher, Donnerschlag auf ihn. Du, wieder Babyburner. Ups, Babyburner, du machst... Pellet Fire, Pellet... Ja, Pellet Fire und du... Defense up. Auf Satoshi. Fertig. Bams. Pellet Fire. Absorbiert, na toll. So, na gut, wenigstens leidet er jetzt weniger Schaden. Und, oh, das ging schnell. Ja. Wir greifen uns einfach nur noch an. Das dürfte es dann eigentlich auch schon gewesen sein für das Vieh hier. Genau. Und dafür bekommen wir einen kleinen Stern und eben diesen Samen, ein Erdsamen, der die Resistenz gegenüber Erdangriffen, Erdmagie um 1 erhöht. Und mal gucken, wir hatten die wenigste Erdresistenz. 40, 50. Da würde ich das einfach mal Argument geben. Auf 40%. Das ist schon mal 10% weniger Schaden. Okay. Und ich glaube, das war's auch schon hier mit dem Spiel momentan. Ich werde es natürlich noch weiter makern und werde dann ab und zu, wenn ich mal ganz viel weitergekommen bin, weiter Let's Play machen von. Sehen uns das nächste Mal bei Let's Play Broken Worlds, wenn ich den kleinen Wald fertig habe, denke ich mal. Auf Wiedersehen.